Hallöchen, meine Damen und Herren. Valve haut einfach schon wieder mitten in der Nacht ein riesiges Update raus. Mit ganz vielen tollen Änderungen, starken Änderungen, aber auch so ein paar, die sind so... Ich fahre nicht gerne Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich gerne fahre. Basta. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Wir fangen ja wieder ganz oben an und hier haben sie beim Gameplay Subtic wieder weiter improved. Ultra gut. Ich habe ja gerade im vorletzten Video erklärt, was Subtic überhaupt ist und Tickrate und so alles nochmal aufgegriffen. Und dieses System ist einfach stark und ein Riesentrumpf von Counter-Strike und hier wird natürlich ordentlich dran gearbeitet. Das ist schön und gut zu wissen. Sie haben ja wieder einige Improvements gebracht, unter anderem beim Granatenschmeißen, die Animation davon und auch was beim Revolver. Wichtig beim Subtic ist, wie sie hier schreiben, das Timing. Das, was tatsächlich auf dem Server passiert und das Visuelle, was die Leute sehen, muss perfekt oder sehr gut getimed sein, damit sich das gut anfühlt. Und daran wurde weitergearbeitet. Top. Des Weiteren hat hier wohl noch ein Feuereffekt bei den Molotow-Cocktails gefehlt, die die Leute in der Hand halten. Ist mir aber nicht aufgefallen. Gameplay abgehakt. Weiter geht's mit Animation. Hier sollte nun der Bewegungsablauf noch ein bisschen besser aussehen, was Torso und Leg Orientation angeht. Das sah mitunter ab und an so ein bisschen krr aus, aber jetzt ist es wohl schick. Die Hit-Reaktionen wurden verbessert. Auch sehr schön. Auch wieder wichtig fürs Feeling, wenn du einen anschießt und du siehst halt, wie er dann eben äußerlich reagiert, dann fühlt sich das natürlich insgesamt cleaner an, wenn es eben wiederum passt, natürlich mit deinen Schüssen. Bei den Jump-Animationen haben wir es vorhin im Stream gefragt, was genau das heißen soll, dass sie jetzt directional sind. Wenn ihr jetzt geradeaus oder auch zur Seite diagonal springt, dann sieht das jetzt besser aus oder passender. Auch das Character-Posing ist noch ein bisschen besser geworden, wenn man hoch und runter aimt. Das ist natürlich auch nicht schlecht in Situationen, in denen jemand vielleicht in einer Ecke hockt und so ein bisschen chillt, nach unten zielt und nicht gesehen werden möchte oder nach oben zielt, weil er wahnsinnig ist, keine Ahnung. An den Füßen wurde jetzt auch geschraubt. Also absolut sexy. Meine kleinen Streichholzbeinchen da. Des Weiteren wurden die Animationen beim Deploying reduced. Ich nehme an, das ist das hier, wenn man am Anfang der Runde halt da steht mit seinen Leuten. Man wackelt nicht mehr so rum oder klopft sich gegenseitig, sondern steht einfach cool da. Und zu guter Letzt haben sie noch diese Hand vorm Gesicht etwas verbessert, wenn du geflasht bist. Das ist wohl jetzt noch akkurater. Also du kannst daran auch sehr gut erkennen, wie stark und wie lange halt jemand geflasht ist. Top! Weiter geht's. Sound. Hier haben sie sogar richtig viel gemacht. Hier haben einmal die Shadow Daggers scheinbar einen komischen Catch-Sound gespielt. Der ist jetzt dann nicht mehr vorhanden. Dazu habe ich jetzt auf Anhieb leider nichts finden können, aber das ist jetzt verbessert. Auch die Fall-Sounds zwecks Distanz, wie weit dann wohl der Sound abgeschwächt wird, also je nachdem, wie weit du weg bist. Und auch der Sound von Granat-Bounces haben sie weiter raffiniert. Zwei Sounds wurden noch leiser gemacht. Einmal im Deathmatch was. Bonus-Period-Ending-Sound. Ich spiele zu wenig Deathmatch, um da irgendwie Plan zu haben. Und Chat-Notification-Sound in der Lobby. Ja, das ist, kam ja auch nicht zu laut vor, aber ja. Die Distanz von zerbrechendem Glas wurde erhöht. Und der Sabra-Agent hat wohl manchmal einfach irgendwelche Hostage-Lines vor sich hingeblubbert, wenn er gecheert hat. Let's get the hell out of here. Sound, yes. Misk. Adjusted wear values of most tournament stickers and many other stickers to better match CSGO. So sah das Ganze vor dem Update aus. Und jetzt sieht es so aus. Bruh. Vielen Dank an Drunken für die Fotos. Und als zweiten Punkt bei Misk. Haben sie die Behandlung nicht standardmäßiger Konsolentastenbelegungen geändert, um sie an das CSGO-Verhalten anzupassen? What? What the f- Mehr als eine Übersetzung kann ich hierzu jetzt auch nicht liefern, weil ich selbst kaum Konsolenbefehle benutze, zumindest im Moment noch nicht. Und schon geht es wieder an die Maps und deswegen ist, nehme ich an, das Update auch so riesig, 4,5 GB. Und da gehen wir jetzt auch wieder mehr oder weniger im Schnelldurchlauf drüber. Auf Nuke gab es einen Cube-Map-Fehler in Lobby, der gefixt wurde. Habe ich nicht gesehen, den Fehler. Natürlich gab es auch wieder einige Löcher zu stopfen. Dieser Glasboden hier unten bei B-Side hatte keine Impact-Effekte, die sind jetzt aber da. An den Footstep-Sounds wurde gearbeitet. Ein Versuch, schon wieder ein Versuch, am Lightning wurde durchgeführt. Sie haben es versucht. Scheinbar kam hier irgendwo Lightning durch bei den Bases der Türen auf B. Ist das Schimmern hier gemeint? Oder ist es nicht genau das? Die Player Visibility wurde erhöht, weil sie diese Wände, diese roten hier heller gemacht haben. Mhm. Ein Pixel Boost wurde gefixt. Entweichende Schatten wurden gefixt, die durch die B-Side Door durchgeschallert sind. Und es wurden noch ein paar Cube Map Transitions smoother gemacht. Also Nuke habe ich auch viel zu selten gespielt, um sagen zu können, ja, hier, guck mal da. Mirage übrigens, große Veränderung. Das Clipping am Truck ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Die Clipping Reparatur in Apartments bei B. Am Kühlschrank finde ich jetzt auch nicht so wild, also ich bin da nie hängen geblieben, aber jetzt geht's wohl gar nicht mehr. Aber dieser Punkt hier. Adjusted Bombsite A-Size and added visual boundaries. Das ist wild. Guckt euch die Geschichte an. Weil jetzt sieht's wirklich nicht. Haben wir uns vorhin im Stream schon kurz angeschaut, als uns aufgefallen ist, dass ein Update kam. Für neue Leute sicherlich nicht schlecht, alleine halt, dass man weiß, okay, ich kann hier auch legen, ganz nice. Und ich soll mich halt am besten nicht hier hinhocken zum Planten oder hier hinhocken, sondern es ist halt hier. Aber es wäre mir auch irgendwie neu, wenn das so Riesenprobleme gemacht hätte. Arg schlimm finde ich es nicht. Mir macht das die Map jetzt nicht kaputt und das Spiel schon mal gar nicht. Aber es sieht etwas lieblos aus. Man hätte, wenn ich mir das hier angucke, so ein bisschen hieran halt sich
was abgucken können. So ein paar Splatter hier, ein paar Splatter dort, einfach mal eine Unterbrechung drin haben und das so ein bisschen, es sieht halt sehr klinisch aus jetzt. So sieht eine Map aus, wenn man eine Map bastelt und sich irgendwie bei irgendwas nicht ganz sicher ist, dann dödelt man sich das da kurz hin und macht das aber später wieder weg und macht dann da was anderes hin. Das wird auch wahrscheinlich in die Thumbnail kommen, nehme ich an, dieses Viereck hier. Es gab noch Kollisionen an Scaffolding, also hier vorne, die gefixt wurden. Habe ich auch nicht mitbekommen, dass man da irgendwo hängen geblieben ist. Und zu guter Letzt wurde noch ein Pixelwalk bei Sniper's Nest entfernt. Office. Clipping bei den Desks am T-Spawn wurde improved. Das Clipping an den Crates bei Back Courtyard wurde auch improved. Und es gibt jetzt wieder Collision an den Handrails. Das muss ich mit meiner eigenen Zunge testen. Das ist Wahnsinn, oder? Vertigo. Über die Map haben wir uns übrigens in Go immer lustig gemacht, weil die gefühlt alle 10 Minuten verändert wurde. Zumindest mal zu einer gewissen Zeit. Ständig Änderungen, das war schlimm. Am T-Spawn, an der Treppe, die da direkt nach oben führt, wurden wohl Clippings für die Granaten verändert, dass sie da nicht einfach drin hängen bleiben konnten. Ich denke, es kommt zwar recht selten vor, dass man hier Granaten schmeißt, aber let's go. Clipping bei der Kiste auf mit. Ich nehme an hier. Fixed Clipping und Scaffolding on Back A. Wahrscheinlich hier irgendwo. Der nächste Punkt, der ist tatsächlich auch einem Zuschauer aufgefallen. Und zwar Fixed Visible Bug at A-Ramp Looking Toward Bridge. Und zwar geht es um hier vorne, da habe ich noch ein besseres Bild. Da konnte man, wie man hier sehen kann, einfach durch die Wand durchgucken. Das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Vielen Dank an Umbrella für das Bild. Grenade Clipping wurde auch wieder gefixt und natürlich wurden auch wieder ein paar Holes gestopft. Es ist wirklich wahnsinnig, wie löchrig die Maps mitunter sind. Anubis. Ein weiteres Loch, das gefixt wurde unter Pillar bei A-Side. Hier auch wieder Clipping Fixes. Micro Gaps, die geschlossen wurden. Ist einfach ein anderes Wort für Löcher, würde ich sagen. Clipping auf A-Side. Clipping auf B-Side. Fixed. Geplugged some Micro Holes. Die verarschen mich doch. Ich bin mir sicher, irgendein Mitarbeiter hat das Video hier gesehen, das letzte mit den ganzen Löchern, und hat genau, das ist doch ein Scherz, oder? Fixed a hole, closed up multiple micro gaps, und dann plugged some micro holes. Ich meine, gut, ein Loch ist halt wirklich, wenn du ein Loch in der Map hast und Gaps sind halt, also ist eher ein Loch, wenn zwei Dinge aufeinander zulaufen, aber halt nicht ganz schließen, dann hast du da halt eine Gap dazwischen. Ein Hole ist ja wiederum was anderes, aber trotzdem, komm, auf. Fixed Gap between two clip brushes that allowed bomb to be thrown on top of building. Frechheit. Weitere Löcherstopferei und ein bisschen gefixtes Clipping. Und zu guter Letzt kommen wir auch schon zu Ancient. Lasst mich raten, es gab bestimmt Löcher, die gestopft werden mussten. Fix various gaps in the world. Diverse Löcher wurden gefixt. Fixed Texturnähte mussten auch, also Löcher, mussten auch gefixt werden. Closed Gap, mhm. Clipping, yes. Adjusted Put. Sie haben einen Stein versetzt, warte. Zählt das hier schon zu Nähe, B-Side? Irgendwie, die Map hat echt viele Steine. Und zu guter Letzt wurde noch Clipping on top of the Map gesetzt, damit man, nicht mehr so viele Exploits hat als Player. Also da nicht so viele Fehler ausnutzen kann. To help minimize Player Exploits. Welche Säcke steigen auf die Map und machen Stunk? Das war es dann auch schon wieder mit dem Update. Es ist echt ein großes Update. Wie gesagt, 4,3, 4,4 oder 4,5 Gigabyte groß. Ich nehme an, wegen den ganzen gestopften Löchern auf den Maps. Ultra geil ist natürlich der allererste Punkt hier oben, dass sie weiterhin am Subtick, also was auch logisch ist, aber trotzdem, dass sie jetzt schon wieder mit dem nächsten großen Update direkt ein Subtick-Update gebracht haben. Tipptopp. Und manch einer geht jetzt sogar davon aus, wurde unter anderem im Stream geschrieben, dass das letzte große Update war, bevor jetzt ein richtig großes Content-Update kommt. Ich denke, wir dürfen gespannt sein. Jetzt habe ich noch zwei Sachen. Erstens, Giveaway. Und zweitens, ich bin fast auf 10.000 Elo. Let's go. Ich habe vorhin irgendwie 900 Elo Plus bekommen für einen Win. Also das Spiel merkt, ich bin da unten einfach falsch. Letztes Mal gab es ja für euch eine AWP Wormgod zu gewinnen. Dazu musste man einfach unter dem Video kommentieren, ob man zum Stream vorbeikommt. Ich habe mir schon alles vorbereitet. Get YouTube Comments. Wir haben hier 74 Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank für so viele Kommentare. Und ziehen direkt den Gewinner. Und schauen, ob derjenige das alles richtig gemacht hat. Ich werde heute wieder reinschauen, bin hyped auf die Neuerungen bei CS. Niklas, du hast somit die AWP Wormgod gewonnen. Schreib mir bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deiner YouTube-Kanalbeschreibung bitte noch deinen Trade-Link hinzu. Dankeschön. Und natürlich hauen wir auch noch ein weiteres Giveaway heute raus. Es gibt einmal dieses StatTrak CZ75 Auto Imprint für euch zu gewinnen. Schreibt dazu einfach zu folgendem Thema etwas in euren Kommentar mit dazu. Und zwar, warst du schon mal in meinen Livestreams, wo wir es gerade eben davon hatten? Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 20 Uhr. Aktuell veranstalten wir auch ein Advents-Giveaway für euch. Diese Woche zum Beispiel gibt es eine AWP Neo Noir. Die großen Skins, diese tollen Sachen, also wie halt teure Geschichten, Knives, Gloves und so weiter, die gibt es immer nur in den Streams. Darum pushe ich euch da gerne auch in die Richtung, dass ihr euch die Sachen absnacken könnt. Und natürlich, damit ihr mir beim Verkacken in CS2 zuschaut. Wie gesagt, einfach in die Kommentare reinhauen, ob man schon mal bei mir im Livestream war. Das war es dann soweit wieder.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schon mal willkommen an alle Neuen. Diese Update-Videos sind im Moment ziemlich am Laufen. Es freut mich extrem, dass euch scheinbar auch so ein bisschen, also zumindest die öfter reingucken, meine Art und Weise gefällt, wie ich das angehe. Nicht beernst, also auf gar keinen Fall beernst, weit davon entfernt. Trotzdem hoffentlich so informativ, wie es eben möglich ist. Bei Maps, die ich halt nicht spiele, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ja, früher war das auf Office so, dass... Ja, naja, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zusehen, für die Kommentare, für die Likes. Vielen, vielen Dank an meine Patrons für eure Unterstützung und die Kanalmitglieder, die seht ihr auch gleich hier wieder im Outro. Kuss geht raus und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.